Und während die Turbinenbauer hier zu kämpfen haben, bekommen die, die die Energiewende vorantreiben, auch ordentlich Gegenwind. Im Zweifel überwiegt nämlich die Skepsis. Dann finden Bürger hier im Land solch eine Anlage eher störend als lohnend. Markus Woller über ein ausgewiesenes Windgebiet im Schlaubetal und was die konkreten Planungen dort auslösen. Mixdorf macht mobil. Mehr als 200 Einwohner sind gestern Abend in der Turnhalle zusammengekommen. Die plötzlichen Windkraftpläne vor ihrer Haustür. Hier sorgen sie für eine Stimmung zwischen besorgt und kämpferisch. Ich habe einfach Angst um meine Gesundheit. Jeder hat das Recht auf Unversehrtheit und das, denke ich, ist hier ganz eindeutig in Gefahr. Wir lehnen diese unproduktiven, umweltzerstörenden Windräder ab. Das muss ich ganz klar sagen. Mixdorf, 900 Einwohner, ein Ort, der seit Jahren auf Ökotouristen setzt. Eigentlich wähnte man sich hier zwischen Vogelschutzgebieten und Naturpark Schlaubetal vor den Windkraftanlagen gefeit. Anfang Februar dann aber der Schock, als bekannt wird, die Versammlung der zuständigen Planungsgemeinschaft hat ein Gebiet südwestlich des Ortes als mögliches Windkraftgebiet ausgewiesen. Nur etwa 1000 Meter vom letzten Zaun entfernt. Für die Gemeinde kam das wie aus dem Nichts. Weder das Amt Schlaubetal noch die Gemeinde wurden irgendwann im Vorfeld über dieses Vorhaben informiert. Und das enttäuscht mich natürlich wirklich sehr, dass man als Bürgermeisterin nicht informiert wird, was hier eigentlich geplant wird. Bis heute gibt es für die Gemeinde keine offizielle Auskunft darüber, welcher Investor wie viele Windräder bauen möchte. Dazu sei es einfach noch zu früh, sagt die zuständige Behörde. Allerdings, die ersten Pachtverträge sollen Investoren mit den Grundstücksbesitzern bereits vorverhandelt haben. Mehrere 10.000 Euro Pacht stehen da im Raum. Eine Belastung für die Gemeinschaft hier. Ich möchte mal an die Leute appellieren, die eventuell die Verkäufer oder die Verpächter der Ländereien sind, dass die doch sich doch anschließend, sag mal, mit erhobenen Hauptes noch im Dorf irgendwo erblicken lassen können. Ich glaube, in diesem Saal wäre keiner, wenn dem das genauso gehen würde, der das grundsätzlich ablehnen würde. Wir sollten aber eins bleiben, fair miteinander. Wir sind eigentlich eine ganz tolle Gemeinschaft und ich habe einfach Angst, dass diese Gemeinschaft verloren geht. Ich merke es ja in den letzten Tagen, wie die Leute auf mich zukommen. Ich werde jeden Tag angerufen, ich kriege jeden Tag Briefe. Marlies, unternimm etwas und versuch, dass hier das verhindert wird. Aber wie soll ich es machen? Ich kann es allein nicht machen und ich bin nicht der, der es entscheidet. Letzte Hoffnung für viele hier, die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung. Die Mixdorfer wollen um ihre Idylle kämpfen. Ein Kampf ums Dorf und gegen Windmühlen.